Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Skorpione, zu einer neuen Wochen-Horoskoplegung für euch, für die Liebe. Genau, wir schauen uns die Woche von 21. Juni bis 27. Juni an. Wir haben in dieser Woche ganz tolle kosmische Konstellationen. Und zwar haben wir am Montag gleich die Sonnenwendfeier, also Sonnenwende, ja, wenn Tag und Nacht gleich lang sind. Und an diesem Tag haben wir auch noch Portaltag. Das bedeutet, dass wir empfänglicher sind für die Botschaften der geistigen Welt, ja. Und am Donnerstag haben wir auch noch mal Portaltag und Vollmond. Und jetzt wisst ihr aus den Vollmond-Orakeln, dass der Vollmond immer ein Stück weit, ich sag mal, das Ende von etwas mitbringt, ja, die Beendigung eines Zykluses. Ja, und das zeigt sich Tatsache in den Sternzeichenlegungen, die ich bis dato gemacht habe, zeigt sich das schon sehr extrem, ja, also wirklich auch mit gewaltigen Karten, mit gewaltigen Informationen. Und ich bin gespannt, was das einfach, was sich bei euch zeigt, ja, denn ihr seid das eins der Sternzeichen, die sich besonders transformieren, die sich besonders verändern, ja, die Gabe haben, sich zu verändern, mehr als jedes andere Sternzeichen. Und ja, der Vollmond ist hier natürlich immer in der unterstützenden Energie mit dabei. Gerne schaut euch euren Aszendentlegungen auch gleich noch mit dazu an. Und ihr habt gesehen, ich beginne gerade schon die Halbjahreslegungen für das kommende halbe Jahr zu drehen für die einzelnen Sternzeichen. Genau, das kann ein bisschen dauern, weil das einfach energetisch mehr Energie braucht. Ja, ich kann nicht mehr als zwei Halbjahreslegungen an einem Tag drehen und genau, muss das natürlich mit den anderen Dingen, die ich noch so mache, auch einfach in Koordination bringen. Und deswegen mache ich das mit Ruhe und Beharrlichkeit. Ja? Also, aber dass ihr wisst, ich bin dran. Ich lose das auch quasi über die Karten aus, welche Sternzeichen ich in der Jahreslegung mache nacheinander. Ich habe da kein System, sondern ich lasse das quasi fließen. Ich will mich auch gar nicht rechtfertigen, sondern ich wollte euch das einfach nur kurz gesagt haben. Ich bin dran und genau, ihr könnt euch da schon mal drauf freuen. Gut. So, dann schauen wir mal, liebe Skorpione. Für die Liebe, für die kommende Woche, was ist hier das Thema? Mit was habt ihr es zu tun in Bezug auf die Liebe? Okay, für die kommende Woche, für die Liebe, für die lieben Skorpione. Was ist hier das Thema? Mit was habt ihr es hier zu tun? Die eine hätte ich, glaube ich, gern noch. Okay, da ist sie. Der Talisman. Okay. Wenn alle falsch rum sind, dann hatte ich die Karten falsch rum. Metamorphose, habe ich doch gesagt. Ihr seid am euch verändern. Und eigentlich seid ihr, so wie das aussieht, auf dem richtigen Weg. Ja? Ihr habt ja, ihr seid auf dem richtigen Weg, ihr seid beschützt, ja. Die geistige Welt ist ganz nah bei euch und haltet euch den Rücken frei, ja, damit ihr ganz frei und mit Leichtigkeit auch euren Weg gehen könnt. Ja. Der Zauberer der Bewusstheit unterstützt euch hier auch einfach nochmal, euch euren Wünschen, euren Sehnsüchten bewusster zu werden, ja, und das auch einfach umzusetzen. Das ist sehr ähnlich wie der Herrscher im Tarot, ja, der weiß, wo er steht und der weiß, was er will und der auch nicht zweifelt. Und das verhilft euch hier nochmal weiter in die Transformation, in die Metamorphose zu gehen, auch in Bezug auf die Liebe, weil schaut mal, die Flamencos,
Die sind hier wie ein Herz. Ja, also ihr könnt hier nächste Woche eure Liebesthemen auch noch in die Heilung bringen, weil ihr total auf eurem Weg seid, ja, und wisst, wo ihr hin wollt und wisst, was ihr braucht und was ihr nicht braucht. Gott sei Dank bin ich Skorpion im Aszendenten. Also, und Tatsache ist es so, dass der Skorpion ja ab 30, also, oder dass der Aszendent ab 30, 35 mehr Gewicht bekommt. Ich merke das auch, ja, dass ich mehr Skorpionenqualitäten habe als früher. Ja. Ja, und genau darum geht es. Du darfst ohne Angst lieben, ja, und das darf sich jetzt noch verändern. Du weißt inzwischen, wer du bist. Du weißt, wo du stehst. Du weißt, wie dein Weg aussieht. Ja, du bist hier auch auf dem Weg. Du bist beschützt. Und du darfst dieses letzte Thema der Liebe, die Angst vor Liebe, die darfst du noch heilen. Von der darfst du dich noch trennen. Von der darfst du dich noch verabschieden. Ja? Und das ist, was dieser Vollmond auch, wo dieser Vollmond dich auch unterstützen wird, ja, dass du das loslassen kannst, dass du das ja, freilassen kannst. Ich lege das mal hier mit dazu. Das geht so, ne? Ja. Gut. Liebe geistige Welt, für die lieben Skorpione, ja, positive Veränderungen. Für die kommende Woche in Bezug auf die Männer, den Mann, die Partner, was auch immer. Das, was hier liegt, ja, positive Veränderungen. Was kommt hier noch auf euch zu? Auf die lieben Skorpione in Bezug auf die Partnerschaft, also auf die Männer, auf die Liebe der kommenden. Oh, das sind so. Liebesglück. Eine Veränderung, ja. Du änderst hier den Kurs. Das ist hier auch die Metamorphose, ja, von Süden nach Norden. Um hier ganz neu. Dich neu zu erfinden, was die Liebe anbetrifft, ja? Wie ein Kind, das auch keine Angst hat vor Liebe und Partnerschaft, ja? Sondern hier ganz frei und unbedacht, also ohne Angst einfach ist, ja? Ohne Angst. Ja? Die Mäuse klären wir gleich noch. Ja, aber es kommt hier positive Veränderungen auf dich zu, ja? Die dann hier auch Glück für dich bedeutet, ja, weil du dich immer wieder neu orientierst und deinem Weg folgst. Ja, aber hier sind noch kleine Ängste, ja, das liegt hier auch. Du darfst ohne Angst lieben. Hier sind noch kleine Ängste und die darfst du jetzt in die Heilung bringen. Guck mal, das liegt hier ja auch unter der Heilungskarte, ja. Also, was ist hier mit den Ängsten? Eine Klärungskarte bitte für die Mäuse. Eine Klärungskarte bitte für die Mäuse. Ja, die dürfen aufgelöst werden. Das ist hier von oben auch unterstützt. Ja, das ist, was hier liegt. Sie sind ganz bei dir. Ja, es ist jetzt auch an der Zeit, sich diese Themen anzuschauen, von denen man sich bis dato verschlossen hat. Das ist sehr schön. Jetzt gucke ich mal, ob das hier anders. Ah, wird nicht besser, ne? Gut. Wir klären mal den Mann noch, oder? Ich will wissen, wer hier ist. Ein neuer, ein alter, ein Herzensmensch. Aber ich glaube, es geht einfach um die Beziehungen allgemein. Gar keine bestimmte Person für den Mann. Ja, seht ihr, es geht um diese Wünsche, Sehnsüchte, die wir in Bezug auf Partnerschaften, Liebe, Männer haben. Ja? Die verändert sich jetzt und dann können wir hier auch glücklich werden. Ja, das gibt hier die positive Veränderung. Weil wir vielleicht so diese Vorstellung loslassen,
Ein Mann muss uns ernähren, ein Mann muss für uns sorgen und sich um uns kümmern. Ja, natürlich wollen wir einen Partner, der sich uns annimmt, ja, der sagt, okay, keine Ahnung, wenn du mich brauchst, bin ich für dich da. Aber es geht darum, diese Bedürftigkeit auch loszulassen, ja, dass wir abhängig sind von einem Mann. Und so wie das aussieht, bist du hier inzwischen angekommen, ja, an diesem Punkt, dass du sagst, okay, ich brauche keinen Mann. Mir geht's gut, so wie ich bin. Ich liebe mich selbst, so wie ich bin. Und jetzt darfst du eben diese kleinen Ängste, die du in Bezug auf die Liebe noch hast, ja, auf Partnerschaft, aufeinander zugehen und vielleicht auch die Vorstellung, die du hast, ja, die Wünsche, wie ein Mann sein soll. Die dürfen sich ja auch noch mal verändern, ja. Ich sag mal, mit 20 hattest du auch eine andere Vorstellung von, wie ein Mann sein soll, wie mit 30 oder 40 oder 50. Ja, das ist einfach so. Und ja, das darf sich jetzt einfach noch mal ablegen. So nehme ich das wahr. Ja, das ist hier gar nicht, ist mehr so eine allgemeine männliche Energie, gar kein spezieller Mensch. Wir gucken gleich mal noch auf der Erweiterung bei Vimeo. Trotzdem, was dieser Mensch, was bei ihm hier los ist, ja, was nächste Woche auf ihn zukommt, mit was er es hier zu tun hat. Auch eine Engelskarte der Liebe ziehen wir für ihn. Mit dem Tarot gucken wir seine Gedanken, seine Gefühle in Bezug auf dich, ja. Weil ich sag mal, wenn er sich hier schon so reinlegt, dann ist hier ja auf jeden Fall jemand am Kommen oder in deiner Nähe, ja, in deiner Nähe. Und mit dem kleinen Tarot schauen wir, wie es partnerschaftlich weitergeht, ja. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns gleich bei Vimeo sehen. Und falls nicht, freue ich mich über eure Kommentare und eure Likes und eure Abos. Habt eine tolle Woche. Ich bin gespannt, was ihr schreibt, einfach an Kommentaren, wie ihr die Portaltage auch wahrnehmt. Und ja, bis ganz bald. Tschüss!